den Alpen gemacht und den Schmerz, Masapurat. Bewahre dich und fühle den wahren roten Strahl in deinem Kot. Narita Boy, bitte, du musst ihn zerstören, jetzt oder nie. Wir sind im Kern, Him ist im Kern. Das digitale Königreich schwebt in großer Gefahr. Ich werde dich und deinen kleinen digitalen Laus rangieren und ein für alle Mal aus dem Kopf tilgen. Du, Narita Boy, ich verabscheue dich. Du bist ein Quälgeist, der von uns, vom Erreichen unseres Ziels abhält. Ja. Und deine Mission ist vergebens. Du weißt, dass du meine Stallions nicht alleine auslöschen kannst. Im Quellcode wimmelt es von Würmern, die Dimensionstore für uns erzeugen. Nur dein Schöpfer hat die Macht, uns aufzuhalten. Und er hat alles vergessen. Und dich werde ich jetzt sofort aus dem Code entfernen. Mach dich bereit, die wahre Macht der Trikoma zu spüren. Na, das wird jetzt lustig. Mal gucken, wie viele Versuche ich diesmal brauche. Okay, der Anfang ist erstmal nicht so schwebt. Er schwebt ein bisschen. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was soll denn? Was ist denn jetzt aus? Falsche Richtung. Lieber immer vorsichtiger sein, ne? Okay. Bei mir rauskommen.
das auch noch. Okay, also beim ersten Versuch wird es definitiv nicht werden jetzt. Das Problem ist halt wirklich, da seine Flächenattacke von der Luft dann nur noch. Das andere kann er ja ein bisschen voraussehen noch. Ich habe meine Superattacke echt beschützt. Ja. Beim Schrumpfen kann er mich verletzen. Scheiße.
schnell ist das Ding doof. Der war doch schon fast tot, Mensch.
Wie hast du das geschafft? Wie konntest du meine digitale Form überwinden? Aber glaub nicht, dass du mich geschlagen hast. Ich arbeite seit langem an diesem Plan, schon seit bevor du überhaupt existiert hast. Ich habe Zweifel und Furcht verbreitet, in den Schatten gewispert und Komplette geschmiedet, einen Masterplan entworfen und alles zusammengefügt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Sterien-Invasion gegen deine Heimat auf der Erde zu starten. Deine Dimension zu erobern, die Menschheit auszuradieren und eure Seelen zu übernehmen. Denn zum ersten Mal werden wir außerhalb des Quellcodes leben, weit entfernt von seiner Systemarchitektur. Und wir werden euch in euren eigenen Welt zerstören. Wir werden euch vernichten. Wie, jetzt ist Motherbot gerettet? Guten Tag. Du hast es geschafft. So, der Trichroma. Ich hatte es immer gewusst. Du hast furchtlos und voller Mut und Überzeugung gekämpft. Jetzt bist du nicht nur dein Einheld, sondern ein Meister der Trichroma. Ein Kontrollprogramm. Danke, Narita Boy. Ich bin sehr stolz auf dich. So stolz wie eine Mutter auf ihren Sohn. Narita Boy, jetzt kannst du die letzte Erinnerung des Schöpfers befreien und somit seine gesamten Erinnerungen wiederherstellen. Sobald er sich wieder erinnert, kann er das Delian-Ereignis aus dem System entfernen. Es ist jetzt Zeit, ins öffentliche Bad zu gehen. Großmutter wartet dort auf uns. Ja, das Wasser ist sehr heiß. Aber du weißt doch, wie entspannt es ist und dass du nachher besser schlafen kannst. Wir fahren dann mit dem Zug nach Hause, mit der roten Linie. Sie führt durch das verlassene Dorf, das du so magst. Wenn wir zu Hause sind, werde ich Nudeln mit Wildpilzen für dich kochen, dein Lieblingsessen. Und solange ich koche, mein lieber Liu-Chan, kannst du eine Weile Ritter mit Papa spielen. Dann kannst du auf seinem Rücken durch die große Wüste reiten. Und dann ist Schlafenszeit und du wirst fragen, ob ich die Geschichte der Samurai mit dem dreifarbigen Schwert erzählen kann. Die Geschichte des tapferen Samurai, der die Bauern vor dem bösen Dämonen und seinen Höllentruppen rettet. Und wenn ich etwa bei der Hälfte bin, wirst du einschlafen und von diesem mythischen Ort träumen. Es ist ein Ort, den du im Schlaf immer besuchst. Der Ort, den du das digitale Königreich nennst. Yeah. Jetzt bin ich trotzdem mal gespannt, ob es hier links nicht noch irgendeinen Quatsch gibt. Boah, die letzte Erinnerung. Jetzt natürlich frage, gibt es denn nochmal einen Kampf gegen Himmel oder nicht? Ich glaube ja eigentlich eher nicht, weil wir haben ihn ja jetzt besiegt. Den Rest macht ja der große Schöpfer. Hey, der Narita One. Ich weiß noch, dass ich den ersten Prototyp des Narita One, den Originalcomputer, unbedingt meinem Sohn überlassen wollte. Ein DeLorean! Obwohl ich tief in meinem Inneren wusste, dass er ein vergifteter Kelch war. Kann er ja sein, aber... Denn ich wusste, dass er der Auserwählte war. Ich wusste, dass Him meine Schwäche genutzt hatte, um mich zu destabilisieren und das digitale Königreich anzugreifen.
Und ich wusste, dass es ihm eines Tages gelingen würde, einen neuen, bösartigen Plan auszuhacken, um es erneut zu versuchen. Und wir sind offenbar sein Sohn. Ich glaube mal ja. Deshalb gelangt der allererste Narita One in die Hände meines Sohnes. Oh ja! Und aus demselben Grund hat mein Sohn niemals damit aufgehört, Narita Boy zu spielen. Um das digitale Königreich durch diese primitive Simulation zu erkunden und zu verstehen. Denn eines Tages würde er von ihr gerufen werden, von Motherboard. Ein Hilferuf, um das digitale Königreich zu retten. Ein Hilferuf an Narita Boy. Tja. Wir sind also der Sohn des Schöpfers. Nur was hilft uns das im letzten Kampf gegen Him? Erinnerung neu gebootet. Genau. Ich erinnere mich an alles. Stellium Bedrohung löschen? Ja. Stellium-Bedrohung gelöscht. Es ist doch noch nicht zu Ende. Nein, das Schwert der Trichroma. Narita Boy, ich bin's, Papa. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du bist der wahre Narita Boy. Nur du konntest mir helfen, mich wieder zu erinnern. Mach dir keine Sorgen. Mama ist nur ohnmächtig geworden. So wie die blutet, ganz bestimmt nicht. Sie wird sich erholen. Ich werde es Mama in ihrem Zimmer bequem machen und dann draußen auf dich warten. Alter, was hast denn du geraucht? Okay, wir können weder springen noch irgendwas anderes machen. Ich kann denn ein einziger kleiner Schadcode so einen Scheiß anstellen? Machen wir das Beste daraus, solange die Schutzschicht des Heldencodes noch an deiner Molekülstruktur haftet. Leg diese Diskette ein, da ist ein Upgrade von Ich gegen die Nachbarschaft drauf. Der Beat'em-up-Modus für Narita Boy. Aber Papa, ich habe das Technoschwert doch gar nicht. Da, wo wir hingehen, wirst du kein Schwert brauchen. Ah!
Okay. Sehr schön. Jetzt können wir auch noch Karaoke machen. Freunde, und das war's auch schon gewesen mit Narita Boy, zumindest scheint es so. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr bei diesem Let's Play dabei wart und ich hoffe, es hat euch natürlich wie immer gefallen. Ja, was kann man sonst zu dem Spiel sagen? An und für sich, Aufmachung, gar nicht mal so schlecht gemacht, hat ein paar leicht knifflige Stellen. Und doch einige recht nervige Stellen mit dem Autosave, wenn man gestorben ist. Hat man ja zumindest gegen Ende relativ häufig mitbekommen. Die Kämpfe selbst waren jetzt nicht so schwierig, also ist es auch eigentlich gut für Anfänger geeignet. Die Rätsel entsprechend auch. Ja, muss halt jeder selbst für sich entscheiden, ob es ihm wert ist. Die, ich glaube, wie viel waren es? 15? Irgendwas zwischen 10 und 20 Euro, glaube ich, auszugeben. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es kauft, kauft es im Sale. Man hat aber auch schon gemerkt, es hat doch ab und zu mal hier gehakt ein bisschen, was ein bisschen schade ist natürlich für so ein Pixelspiel, das dann trotzdem das so stockt. Hat aber zumindest gegen den Handschuh die Kämpfe ein kleines bisschen einfacher gemacht, finde ich.
Naja, von daher, mal gucken, wenn es wirklich eine Fortsetzung davon gibt. Ich werde sie wahrscheinlich auch spielen. Ich glaube nämlich nicht, dass jetzt hier noch ein Bonus-Level nochmal kommen wird. Dementsprechend warten wir die Zeit mal ab. Mal gucken, wahrscheinlich wird es aber so 2-3 Jahre dauern, bis vielleicht der Nachfolger kommt. Ich hoffe, ich verliere es nicht ganz aus den Augen. Entsprechend bedanke ich mich, wie gesagt, recht herzlich, dass ihr dabei wart und schaltet beim nächsten Let's Play auf meinen Kanal ein. Ich sage nur noch ciao, ciao und genießt den Rest vom Abspann.